Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Satinavs Ketten. Ja, und ich würde sagen, wir haben in der letzten Folge hier alles erfahren, dass wir ein Vogelfänger sind, dass wir anscheinend verflucht wurden, damals von einem blinden Seher, der verbrannt wurde, und dass hier unsere Eltern sind und wir wurden gerade beraubt und wir gehen mal nach draußen. Ist ein bisschen nervig, dass die Leute jetzt sicher tausendmal irgendwas Neues spielen, das ist ein bisschen dämlich. So. Schweine. Ihr stinkt. Boah, das war wirklich sehr nett. Die durchtriebensten Schweine des Königreiches. Immerhin lässt der Schustermeister sie nicht mehr frei umherlaufen. Sieht auch nicht besonders sehr lecker aus hier in der Gegend. Schweinekuh. Weißwütige Viecher, denen darf man nicht zu nahe kommen. Man beschwert das Leben, wenn man sich mit diesem Dreck zufrieden gibt. Sehen auch nicht sehr nett gezeichnet aus. Sie sehen so ein bisschen so abfallmäßig gezeichnet aus. Ich weiß auch nicht. Die Schweine werden genug gemästet. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ich bezweifle, dass ihn das bekommt. Gut. Flöte? Das missfällt denen genauso wie allen anderen. Fangen. Das bringt nichts. Mit der anderen Falle? Warum sollte ich? Ein Schwein hast. Schwein gehabt, weißt du wie? Meine letzte Rauferei mit einem Schwein hat das Schwein klar gewonnen. Okay. Das war's dann hier anscheinend auch. Hier können wir lang. Hier ist nichts. Nichts, nichts, nichts. Hier können wir rein. Hier hinten können wir lang. Fässer. Ein einziges Seil für all diese Fässer. Ja, das ist schon ziemlich dämlich. Ein einziges Seil für all diese Fässer. Könnte man da nicht eventuell... Zu fest verkeilt. Keine Zeit für Experimente. Okay, ich guck mal so. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Und wenn nun ein Karrenrad dagegen kommt, aber solange die Fässer lediglich in unser Haus krachen, stört das vermutlich niemanden. Stimmt, die würden direkt auf unser Haus loskrachen. Was haben wir denn hier noch? Wir können auch hier hinten lang. Und wir haben die beiden. Hast du noch nicht genug Schlamm gefressen, Vogelfänger? Soll Ulfried dir noch einen Nachschlag besorgen? Nein, danke. Was kann ich dann für dich tun, mein Freund? Ja. Gib mir mein Eichenblatt zurück. Sonst. Sonst verfluche ich den Fleischkloß, dass ihm alle Zähne ausfallen. Was habe ich dir gesagt, Olgierd? Halt den Mund, Ulfried. Verschwinde endlich, Hexenbalg. Wir wollen dich in Andergast nicht mehr sehen. Dich und deinen Fluch, der uns alle ins Unglück reißen wird. Ihr und euer Aberglaube. Es ist Prophezeit. Mein Eichenblatt hilft euch doch gar nicht weiter. Du hast Messing, Olgierd, ich habe Kupfer. Ja und? Das reicht schon mal, damit du den Sieg nicht einheimsen kannst. Das wäre das Ende vom schönen Andergast. Dann würde uns der Schweinerotz bis zum Hals stehen. Blödsinn. Es wäre das Ende von eurem abergläubischen Geschwätz. Oh, das Hexenbalg will sich also beweisen. Du bist doch nur ein Vogelfänger. Okay, das hat nicht wirklich was gebracht. Du bist den Nostriern doch Spinnefeind. Warum nimmst du überhaupt an einem Wettstreit zu Ehren ihrer Königin teil? Ich mache das nicht für diese Nostria-Metze, sondern für mich. Mit diesem Pack wird es niemals Frieden geben. Ein Bündnis zwischen Andergast und Nostria, das wäre so natürlich wie, wie ein fliegender Frosch. Geistreich. Wow. Mein Eichenblatt hilft euch doch gar Okay, nicht. das Du bringt hast. auch nicht. Ja, und? Das wäre, Ja, dann würde uns. Blödsinn. Oh, das Hexenbalg will sich also bewahren. Du bist doch nur ein Vogelfänger. Auch Vogelfänger haben Träume, ja. Okay, wir gehen mal Hau zum bloß ab. Ende. Und wo gehen wir denn lang? Das sieht nach einem Weg in die Stadt aus. Das sieht zum Schloss aus. Dann gehe ich mal hier hinten rein. Mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Oh, nee, jetzt bin ich in der Stadt. Hilda.
Yindrin, Spielmann. Ich wollte nur ganz kurz, ich will noch mal kurz probieren, bevor ich jetzt, mir ist gerade aufgefallen, ich könnte den Hammer noch mal versuchen mit Olgierd. Wenigstens habe ich Ulfried den Hammer abgenommen. Toll. Dass sie den nicht zurückgefordert haben, wundert mich ein bisschen. Na, okay. Dann reden wir gleich mal mit Gindrich. Tag, Schmied. Verschwinde, Vogelfänger. Ich habe viel zu tun. Außerdem setzen in deiner Nähe meine besten Klingenrost an. Das war ziemlich nett. Was hast du denn zu tun? Stellst dich ein bisschen dumm, was? Ich bin Schmied. Wir haben hier bald ein Ritterturnier. Wer wird wohl die Rüstungen ausbeulen, die Lanzen polieren und die Schwerter schleifen, hm? Jemand, der das kann. Ach, halt's Maul! Was denkst du? Wer hat die besten Aussichten bei dem Turnier? Mir egal. Hauptsache, die Ritter bezahlen ordentlich für meine Arbeit. Dieses Jahr fehlt sowieso der Beste von allen. Da ist die Tournei für die Katz. Wer soll das denn sein? Ritter Bogumil Zornbold natürlich. Kenn ich nicht. Schlimm genug. Was bekommt wohl der Sieger der Eichblattqueste? Was fragst du mich? Wahrscheinlich den Ritterschlag. Meinst du wirklich? Wenn du gewinnst, hoffe ich mal nicht. Wir werden ja sehen. Ja, gut, der... Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel. Der scheint uns ja nicht besonders gesund zu sein. Hilda, hallo. Hallo, Geron. Hast du schon eine Lerche für mich gefangen? Nein, noch nicht. Ach, Geron, ich habe das Gefühl, du strengst dich gar nicht richtig für mich an. Unsinn. Es ist einfach nicht die Zeit für Lerchen. Kannst mir ja viel erzählen. Was willst du überhaupt mit einer Lerche? Sie soll für mich singen, was sonst? Natürlich. Wenigstens eine ist nett zu uns. Was ist denn in dem großen Topf? Eicheln. Für die Schweine? Nein, das sind Lose. Für den Yama. Zu Ehren der Königin von Nostria. Einmal ziehen kostet einen Kreuzer. Und was gibt es zu gewinnen? Ich habe hier noch die Strohpuppe, das Fläschchen Pflaumenschnaps und den Käseleib. Der Sieger darf sich seinen Gewinn selbst aussuchen. Ich kaufe mal eins. Ich will ein Los ziehen. Ach, Geron, bist du dir da sicher? Bei deinem Glück wird das doch sowieso nichts. Fang du nicht auch noch so an. Hier hast du deinen Kreuzer. Mist. Sei so gut und leg die Eichel hier in die Schachtel. Und guck nicht so. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Hm? Ich kaufe noch ein Los. Ich will noch mal ziehen. Irgendwann muss es klappen. Wenn du meinst. Eine Niete. Tut mir leid, Geron. Noch ein Los. Ich will noch mal ziehen. Irgendwann muss es klappen. Du Unglückskind, siehst doch nur Nieten. Halt den Schnabel. Niete, oder? War ja klar. Hör nicht auf ihn, Geron. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Hä? Und noch ein Los kaufen. Ich habe nur noch einen Kreuzer. Da muss ich vorher sicher gehen, dass ich diesmal auch gewinne. Okay, die drei Kreuzer waren also mit Absicht. Hat denn überhaupt schon mal jemand gewonnen? Natürlich. Denkst du, ich betrüge? Schau, ich lege jede gezogene Eichel in diese Schachtel. Auf die Gewinnereicheln habe ich kleine Muster gemalt. Und wie du siehst, ist schon ein Gewinn los in der Schachtel. Es hat also schon mal jemand gewonnen. Ist ja schon gut. Hier ist schon einiges los, nicht wahr? Ja. Ist das nicht großartig? Und das ist erst der Anfang. All die fremden Menschen, die wunderbare Musik. Endlich kommt das Leben mal nach Andergast. Aber hast du schon von der Magistra Dorota gehört? Die Alte? Die aussieht wie ihr Zauberstab? Sei nicht so spöttisch, sie ist tot. Tot? Die Augen ausgerissen. Genau wie bei Ritter Olderich. Sonderbar. Ja. Ach, der Spielmann ist wundervoll, findest du nicht? Nanu? Was meinst du, bekommt der Gewinner des Wettbewerbs? Ich schätze, der Sieger bekommt ein Lob vom König und darf sich mit einer Medaille brüsten. Das war's? Wieso? Machst du etwa mit? Warum nicht? Ach, Geron, du lässt dich nicht unterkriegen, hm? Nicht wirklich. So, das war's auch schon mit der heutigen Dame. Heda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Wir sollen also eine Lerche für sie fangen. Und es ist noch jemand gestorben. Spielmann, Hallöchen. Seid gegrüßt, Spielmann. Wie ist euer Name?
Mein Name ist Fredhelm. Was willst du? Fredhelm? Etwa Broderick Fredhelm? Nein, leider nicht. Einfach Fredhelm. Aber sag du zu mir. Also, was ist nun? Hast du etwas auszusetzen? Ja, nicht wirklich. Aktuelles Lied. Wie heißt das Lied, das du gerade gespielt hast? Das Lied von Torstor Om. Ist etwas damit? Nein, nein, nur aus Interesse. Wo hast du gelernt, auf der Fiedel zu spielen? Das habe ich mir selbst beigebracht. Als kleiner Junge habe ich den fahrenden Spielleuten immer genau auf die Finger geschaut. Und das war alles? Nein. Ich habe mir die Saiten und Bünde mit Kohle auf ein Brett gemalt und jeden Tag die Griffe geübt. Die Musik habe ich mir einfach vorgestellt. Irgendwann bin ich zu einer echten Fiedel gekommen, sozusagen. Und seitdem reise ich als Fiedelspieler durch die Lande. Das klang jetzt aber sehr nach, ich habe die Fiedel mitgehen lassen. Na gut. So, was haben wir denn hier noch? So, wir können Akademie-Wächter. Ich gehe mal dahin. Da können wir wahrscheinlich später mal durchgehen. Ach, der wird schon... Du solltest allmählich gelernt haben, dass du hier nichts zu suchen hast, Vogelfänger. Das war jetzt aber gemein. Versuchst du wieder, mich durch Starrerei aus der Ruhe zu bringen? Es gelingt ja kein zweites Mal. Ich will mit dem reden. Du solltest allmählich gelernt... Der will nicht. Okay, Magia Academy. Ich breche dort nicht noch einmal ein. Keine glückliche Mutprobe. Okay, gut. Geht es aber anscheinend nicht weiter. Ich breche dort keine glückliche Mutprobe. Es gibt also wirklich Magie hier. Alles klar. Gut, hier hinten geht es anscheinend nicht weiter. Aber das ist ein Wams? Unterhosen? Mein Arm ist zu kurz. Jetzt halten schon Kleider als Festschmuck her. Stimmt eigentlich an sich. Wams? Unterhosen? Schürze? Na gut. Hier, was ist das? Käselein. Finger weg. Wo hast du denn diesen riesen Käse her? Geschenkt bekommen. Und dann verscherbelst du ihn? Hier ist doch noch was anderes gewesen, Moment. Strohpuppe. Hast du die Puppe selbst gemacht? Gefällt sie dir? Naja. So ein Arschloch. Los, Top. Na, reinschauen ist verboten. Nicht stehlen, Geron. Einmal ziehen kostet einen Kreuzer. Warum glauben Sie ständig, dass ich stehlen will? Pflaumenschnaps. Der Pflaumenschnaps vom alten Seffel. Mästet er damit immer noch seine Schweine? Ach, die haben jeden Tag Schluck auf. Okay, hier mal ein Mastschwein. Morgen wartet die Schlachtback. Das glaube ich bei der Größe aber auch. Wenigstens kann es ruhig schlafen. Es weiß ja auch nicht, was ihm blüht. Okay. Wir können nach hier. Rondraten. Aber immer noch Tempelverbot. Humorlose Priester. Man munkelt, die Geweihten der Kriegsgöttin halten nicht viel von den Friedensbemühungen des Königs. Wir dürfen also nicht in den Tempel rein, wahrscheinlich weil wir halt Geron sind. Und hier ist anscheinend nicht ganz so viel los. Ich könnte jetzt hier nichts machen. Hieb, ja, Traviat-Tempel. Im Augenblick habe ich Dringlicheres zu tun, als zu beten. Hier gibt es so viele Tempel. Der Tempel der gütigen Göttin. Und selbst dort bin ich nicht gern gesehen. Moment, erstmal Fahnenhalterung. Fass das nicht an. Das Stadtbanner ist heute gar nicht gehisst. Kurbel? Spiel damit nicht rum, Vogelfänger. Die Winde zum Hissen des Banners. Wieso ist der Stadtbanner nicht gehisst? Ich meine, der Stadtbanner muss man doch hissen. Haushofmeister. Du schon wieder? Olgiert von den Färbern hat meine Eichenblätter gestohlen. Was kümmert es mich, wenn du deine Blätter verlierst? Es ist eine Ungerechtigkeit. Sie waren in der Überzahl. Jeder lernt diese Lektion früher oder später. Ich brauche keine Lektionen. Ich bekomme es schon irgendwie wieder.
Sehr nett auf jeden Fall. Wie lautet das Rätsel für das letzte Eichenblatt? Das Rätsel für das vierte Eichenblatt ist gerade richtig für dich. Die Säue am Nordtor sind seltsame Tiere. Die Eicheln fressen sie auf, aber die Blätter, die fressen sie nicht. Säue am Nordtor, Eicheln, keine Blätter. Klingt leicht, aber wieso ist das Rätsel genau etwas für mich? Spute dich lieber, bevor ein anderer gewinnt. Okay. Wie lautete das vierte Rätsel? Die Säue am Nordtor sind seltsame Tiere. Die Eicheln fressen sie auf, aber die Blätter, die fressen sie nicht. Welcher Preis winkt noch gleich dem Sieger? Der Sieger wird vom König selbst geehrt. Was genau bedeutet das? Scher dich fort, wenn du das nicht zu schätzen weißt, unwürdiges Pack. Sehr nett auf jeden Fall. Ich komme wieder. Die Säue am Nordtor, die haben wir ja vorhin, glaube ich, gesehen. Was streunst du hier rum, Vogelfänger? Du hast in der... Was streunst du... Was für... Toga hat mich einmal in der Speisekammer der Burg erwischt. Frage mich nur, was er dort gesucht hat. Okay. Noch mehr Mastschweine? Morgen wartet die Schlachtbank. Ein beschwertes Leben, wenn man sich mit diesem Dreck zufrieden gibt. Okay, gut. Hier kommen wir nicht weiter. Traviat-Tempel, dann gehen wir mal zurück in die Stadt. Und schauen mal, was es da so gibt. Ja, scheint alles ganz fröhlich zu sein hier in Andergast. Ich weiß nicht, wie das vorher so war. Aber anscheinend ist momentan das Leben doch recht erfüllt von Spaß und Freude. Ja, und wir werden hier um die Schweine uns gleich mal kümmern. Das sind höchstwahrscheinlich die Schweine am Nordtor. Doch das erst in der nächsten Folge, meine lieben Damen und Herren. Denn für heute ist die Folge schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis morgen. Tschüss.